Ja, zurück zum Fahrrad. Ich war jetzt gerade noch mal unterwegs ein bisschen. Fahrrad stand ein bisschen länger jetzt hier bei mir. Das Unboxing hatte ich ja eben schon gezeigt. Und jetzt geht es darum, hinten den Gepäckträger dran zu machen und vorne das Schutzbleche. Ich habe schon mal ein bisschen vormontiert, weil das kann wirklich jeder einfach eine Schraube reindrehen und das war's. Das ist jetzt nicht gar so lange dauert. So. Es kam noch der Gepäckträger, den habe ich noch extra dazu gekauft. Dafür gibt es hier diesen Gepäckträger, der kommt hinten dran. Und dann nochmal zwei dieser Halterungen für die Satteltaschen. Und das ist wirklich ganz einfach mit einem 5er Imbus dran zu machen. Ja, lege ich einfach mal los. Danach kommt noch das Schutzblech vorne dran. Und ich habe auch schon vorab ein bisschen was dran gemacht, ein Mount, ja, für die GoPro oder sowas, eine extra Klingel nochmal, eine zweite, da ich links und rechts klingeln kann, ein extra Licht, weil das Licht hier, das kleine, das hier, das ist so ein, ja, soll ich sagen, ein gutes Licht, dass man erkennt, dass man da ist, genauso wie hinten unten, das ist nämlich hier, dieses hier, und das ist auch so ein Positionslicht, würde ich sagen. Also von hinten leuchtet ja nichts aus. Aber wenn jetzt noch der Gepäckträger hinten dran kommt und dann vielleicht noch mein Zelt oder so als Tasche oben drauf, dann sieht man es nicht. Dann habe ich mir hier oben nochmal ein extra Licht gekauft, dran zu machen, damit man das besser sieht an der Sattelstange. Denn dabei sind nochmal so diese Katzenaugenreflektoren für vorne und hinten. Die lasse ich jetzt natürlich ab. Ja, also dann, let's go, starten wir einfach und schauen wir mal, dass wir den Gepäckträger zusammen dran bekommen. Ich hoffe mal, dass das nicht so allzu schwierig ist. Bei der Lieferung gibt es auch einen kleinen Schraubenset. Und ich zeige das gerade mal so rein. Ein paar sind ja schon da. Das sind für den Gepäckträger diese Plastikunterlegscheiben sind, damit der besser rollt, und die zwei sind noch für dieses Teil. Das andere habe ich ja schon dran geschraubt. So, das ist ein kleiner Imbusschlüssel, ein 5er, und da werden wir einfach mal kurz dran gehen. Das geht auch relativ easy. Ja. Einfach hier die Schraube dran. Mit der Hand schnell dran geschraubt, vorgeschraubt und unten auch. Also da braucht wirklich keine Angst haben. Wenn mal irgendwas ist, der Support ist auch sehr gut. Und einfach anrufen und dann klappt das schon. Kann man nachfragen. Wir haben auch YouTube-Videos, Yellow, habe ich gesehen. Allerdings muss ich sagen, bei dem Schutzblech, das ist irgendwie, was ich bekommen habe, eine neuere Version. Und das sieht halt ein bisschen anders aus von der unteren Aufmachung als das, was sie bei dem Video zeigen. Ich finde, das könnte ein bisschen besser ausbaufähig sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ja auch noch ein bisschen Kritik üben. Oder die Videos könnten ein bisschen schöner gemacht sein. Ich meine, ich mache jetzt ja kein technisches Video, dass ich euch, dass heißt, ich jeden Schritt zeigen kann vom Fahrrad. Ich bin ja nur der Endkonsument. So, mal fest kommt ab in der Regel. Die ist fest. Und die hier auch. So, jetzt habe ich noch meine 4 Unterlegscheiben und meine 2 Schrauben. Und ich glaube, das ist ein 10er Imbus wird das sein. Über. Und das kommt jetzt hierher. So. Ja, mache ich mal raus. Das auch. Ups. Mache ich mal ab. Das dreht man nur so ab. Das ist mit einem Magnet gehalten. Relativ stark. So. Und jetzt muss ich hier ja den Gepäckträger dran machen. Da gibt es nochmal einen ganz kleinen Imbus. Ich weiß nicht, was das ist. Ein 2er oder sowas. Und da dreht man hier diese kleinen Schrauben raus. Das ist ja nicht. War derselbe 5er Imbus.
die hier, das sind einfach nur zwei kleine Schräubchen drin. Ups. Die praktisch wie so Platzhalter sind für die Schrauben, die jetzt reinkommen, um den Gepäckträger zu halten. Hopp, da ist es schon. Ich zeige es euch gerade mal, dass ihr das seht. Diese kleinen Schräubchen. So, und da kommt jetzt der Gepäckträger dran. Und jetzt muss der ja irgendwie, das sind ja hier die Schrauben, hier irgendwie rein. Und dafür ist ja hier das zum, ja, wenn man das faltet, klickt man das einfach einmal an. Zack, dann kriegt man das ja auch hier rein. Dann kann ich es wieder durchmachen. Jetzt ist es ja schon fast an der richtigen Stelle. Und jetzt kommt die große Schraube. Und da ist es wichtig, dass man einfach, zeigt mal hier, so, man hat jetzt hier die Schraube, macht den Ring drauf und jetzt macht man es hier durch und auf der anderen Seite kommt hier auch nochmal dieser Plastikring hin. Und jetzt muss man, ups, jetzt fällt er mir noch runter. Muss man es nur noch treffen wahrscheinlich. Ja, ist vielleicht praktisch, wenn man die dritte bis vierte Hand hat. Komm, den dritten, den vierten haben wir noch. Und dann muss ich sie aufsammeln gehen. Ich hoffe. So, nach fest kommt ab und außerdem sind ja diese Unterlegscheiben da, die aus Plastik. Ich denke mal, man darf es nicht zu fest anschließen. Die sind nämlich dafür da, damit es nicht reibt. Gehe ich davon mal aus. So, und das ist jetzt der Gepäckträger. Jetzt geht er natürlich nur so hin. Das wäre jetzt im eingeklappten Zustand. Man macht den Sattel ab. Und wenn man braucht, zack, hoch. Dann faltet sich das oder geht das hier durch, hält hier hinten fest und setzt so auf. Ja, das ist alles. Ich sehe jetzt ein bisschen schief, das werde ich gleich nochmal richten. Ja, und das war jetzt hier der Gepäckträger. Die Sattelstange kommt einfach wieder rein. Ich habe auch gesehen, der hat hier, glaube ich, hier gibt es so eine Zahlenliste. Dann 1 bis so und so viel, wahrscheinlich bis man reinmachen kann, da kann man sich seine Zahlen merken. Die kann man nicht, ne? Mitnehmen kann man es ja dann klein machen. So,
glaube, ungefähr so ist es für mich jetzt. Zack, und dann so rein. Gut, das war jetzt Part 1, der Gepäckträger und ja, das Schutzblech hinten. Ich habe nämlich, aber da gibt es nochmal ein extra Video für, von Deuter Taschen gekauft, weil ich hatte nämlich keine und die sind einfach hier hinten zum Einklicken und zum Dranhängen. Ich habe gesucht welche, die ein bisschen größer sind und der hat 25 Liter und das Beste ist, mein 16 Zoll MacBook Pro passt hinten so rein und heißen tut der Railbridge 25 plus 5, also sagt er schon, 25 Liter plus 5 Liter kann man irgendwie reinmachen. Ich denke mir mal einfach, mit 25 Liter ist er gut bepackt. Und auch fürs Fahrrad ist ja auch so, dass man da jetzt nicht unheimlich viel dran legen kann, also ein Kilos. Ich habe links und rechts zwei Farben, bin mal gespannt, wie sie werden. Die kommen halt dann mit auf Reisen und ja, jetzt schaue ich mal vorne noch, um das Vorderblech festzumachen hinten und jetzt geht's weiter. Hat ja lang genug gedauert für den Gepäckträger. Der Gepäckträger hat ja jetzt schon etwas länger gedauert, ich schätze mal so 5 bis 10 Minuten. Jetzt kommt das Vorderblech dran und da gibt es auch so ein Schraubenset dabei. Und eigentlich was man braucht, ich zeige es euch gerade mal. Und einmal hier dieses Schraubenset, dann habe ich hier einen kleinen Imbus und was gut ist, so ein 8er Schlüssel, einfach nur wer das hat, soll er das nehmen. Und zwar kann man dann die Schrauben besser festhalten von der Rückseite. Ja, man kann es entweder so reinlegen, ja, dann kann man da festhalten und einfacher schrauben. Ja, und auch, dass man es dann richtig fest bekommt. Ja, dann schauen wir mal uns das Ganze an, wie es ist. Es gibt eine längere Schraube, das ist die hier, die ist dabei, die ist nur ein bisschen länger als diese, die jetzt hier drin ist. Und zwar ist die natürlich jetzt kürzer, damit ja, das nicht an die Speiche so geht, aber an die Rückseite muss das hier montiert werden, der Träger. Und ja, jetzt seht ihr, wofür ich den brauche, den Schlüssel einfach nur, dass ich hier den Imbus rausdrehen kann. Also die Imbusschraube rausdrehen kann, so muss man es ja sagen. Und ich es einfacher habe. Ja. Das ist das erste. So, jetzt kann ich, das ist fest immer noch. Und jetzt habe ich hier zwei Schrauben. Und die eine ist minimal länger, die sie mitgeliefert haben. Und die soll jetzt passen. Das kann ich hier auch übrigens aufdrehen. Und nachher zum Kürzen, falls das gekürzt werden musste. Halt das hier hinten dran mit der Schraube. Und jetzt muss ich mal gerade gucken, was die längere war. Das ist die hier. Ziemlich nur vielleicht 2-3 Umwindungen länger. Nicht viel. Und jetzt halte ich das hier hinten dran. Man sieht es jetzt schlecht, ich zeige es nachher nochmal. Oh. Zack. Vielleicht doch erstmal anschrauben mit der Hand und dann festhalten. Ups. Das Gute an den Schrauben ist, und deswegen gehen die auch nur ein bisschen schwieriger drauf, dass sie selbstziehend sind, so selbstsichernd. Das bedeutet halt für dich, dass die immer nicht so ganz, ja, wenn die angedreht sind, dass man da schon wahrscheinlich einen Schlüssel eher für braucht. So, jetzt dreht sie nämlich in der Hand durch. Und jetzt kann ich es hier mit dem Schlüssel festhalten und dann ist es schon fest. Jetzt müsste ich es nur praktisch bis hierhin ziehen. Und wie man sieht, es ist ein bisschen lang. Es kann sein, dass ich das jetzt ein bisschen kürzen muss. Auf der anderen Seite ist jetzt hier, muss ich gerade gucken, wo, und zwar hier unten
kommt die andere Seite hin. Das ist auch so etwas, was man jetzt in dem jetzigen Moment-Video, was bei Velo gibt, nicht sieht. Das ist ziemlich schade. Aber manchmal ist es leider so. Da kommt die andere Schraube dran. Ich sitze jetzt natürlich nicht perfekt dafür. Und dann schraube ich die einfach hier fest. Gefällt mir nicht, habe gerade verkehrt rum gemacht. Und nochmal neu. Die andere. So. So. So, und jetzt habe ich das hier. Und das sieht irgendwie aus, als ob es viel zu kurz wäre. Und das ist natürlich blöd. Und vor allen Dingen biegt sich da so drauf. Ja, mal schauen, wie wir das jetzt da drauf kriegen. Vor allen Dingen, also hier biegt sich es halt echt drüber. Und sonst gibt es ja keine Schraube, wo ich es festschrauben könnte. Also muss es da irgendwie hingehen. So. Machen wir es mal so fest, dass es nicht so runterrutscht. Und dann schauen wir mal, wie wir das fixieren können. So. So. Das hier kommt jetzt praktisch hier unten drunter rein. Und das Schutzblech muss man jetzt hier so fest irgendwie festmachen und jetzt kommt das jetzt hier rein. Hier sieht man, es ist lang genug und das andere reicht dann auch. Aber hier werde ich es wahrscheinlich ein bisschen kappen müssen, einfach auf der Seite. Das muss ich mir dann anmalen und dann muss ich das abflexen. Am besten auf der anderen Seite geht es drauf, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich jetzt nicht so gut gelöst. Vielleicht ist es in der Fahrpraxis dann praktisch, aber so ist es jetzt irgendwie zum Dranmachen, finde ich es nicht gerade so schön. Vor allen Dingen, weil es ein bisschen Spannung hat, aber auch das wird man lösen können. Es gibt ja andere, die das ja schon gemacht haben. Also. Nicht durch. So, ich mache jetzt mal ganz kurz Schnitt. Ich markiere mir das hier an, dann mache ich das hier ab und dann geht es gerade gleich wieder weiter, um das Schutzblech hier hinten zu fixieren. Ja, also dann sehen wir uns gleich für dich. Eine Sekunde, für mich wird es wahrscheinlich 5 Minuten Arbeit sein. Ich bin zurück, also ich habe jetzt ganz kurz das abgesägt. Das sieht man hier, so ein Stückchen. Hier ein bisschen entgratet mit der Feile, dass man sich nicht wehtut. Und ja, jetzt mache ich es gerade nochmal dran und dann will ich hoffen, dass es auch passt. Jetzt will ich mal gucken, ob man das besser so sogar dran macht. Dann ja, hat man ziemlich gleich drin. Man lernt ja nie aus im Leben. Zack. Ups. Also man schraubt es einmal dran, dann kann man sich das abmessen, wie, oh Mist, eins vergessen wieder, ist es im Leben, und zwar die, das zum Drehen, so ist das im Leben, und zwar hier die Schutzhülle, damit kann ich
dann hier praktisch festmachen. Also noch einmal. Aber das ist nicht schlimm, ihr habt ja gesehen, das geht innerhalb von einer Minute ist das gemacht, dann ist das kein Problem. So. Durch. Wow. Das nennt man dann den Vorführeffekt. Aber eben sage ich noch den Tipp, macht's hinten rein, dann kannst du dich runterrutschen, dann ist es viel einfacher. Und ich vergesse es wieder. So ist es halt im Leben. So, also hier rein, hier hinten reinstecken. Zeigt man, jetzt kann es auch gar nicht mehr weg. Jetzt kann man das hier sogar ein bisschen festmachen. So. Jetzt die Schraube reinsetzen. Na. Jetzt aber. Ich muss die Schraube falsch rumhängen. Ich bitte, bitte. Irgendwann. Ist wie es ist manchmal. So, alle guten Dinge sind drei und das ist jetzt der dritte Versuch. Da muss es ja funktionieren. Ja. Er zieht schon. Kann ich das auch festdrehen? Jetzt ist es schon fest und jetzt kann ich die Schraube noch gerade ein bisschen fester drehen. Und dann hast du das schon. Die andere Seite ist natürlich viel einfacher, weil da kommt man ja auch direkt dran. Da die Schraube selbstziehend ist, also nicht aufgeht, das ist natürlich am Ende etwas schwieriger oder fester zu drehen. Aber wie ihr seht, nach fest kommt ab. Und nach ganz fest kommt ganz ab. Deswegen mit Gefühl. So, fest. So, jetzt kommt die andere Seite. Und zwar diese hier. Hier ist jetzt schon das wieder drauf. Jetzt ist die Frage, kriege ich wahrscheinlich so nicht drauf. Muss ich das einfach nochmal abmachen hier? Ist der Imbus hingerutscht? Ist der? Aber wie gesagt, man lernt. Und das Gute ist, ihr seht jetzt einmal, wie man es nicht unbedingt macht oder wie man sich Zeit sparen kann. Ich setze das jetzt hier rein. Drehe das hier so ein bisschen an. Und jetzt muss ich es mir hier hinziehen. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich nicht so schön, weil das da über die Bremse irgendwie mitgeht. Ja. Aber so soll es sein. Ich habe mich beim Support nochmal nachgefragt, weil ich auch nicht wusste, wo kommt es rein. Und das ist dann aber hier. Und ja, dann muss ich das halt auch so machen.
Aber das sollte funktionieren. Sieht gut aus. Und ich glaube, das stört auch nicht. So. So, und als letztes, weil das ja hier unten so reingeschoben ist, aber das hält ja ganz gut, kommen wohl hier diese zwei kleinen Schräubchen rein und die einfach nur das mit dem Schutzblech so ein bisschen anhaken und ja, einfach nur ein bisschen fixieren oder halten. Oh, mein kleiner Prüfschraubenzieher, der funktioniert sogar. Dass die Nummer 1 sitzt und die Nummer 2 kommt jetzt hier, aber wie man sieht, ich muss es noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, justieren gleich, damit das auch gerade läuft. Ups. Zack, komm schon. So, und das Justieren geht jetzt wahrscheinlich hier mit der Stange. Indem ich das wahrscheinlich rein und raus mache. Wahrscheinlich wird die Stange hier einfach noch ein bisschen zu lang sein. Und die stößt hier an, ja, dass ich es nicht reinkriege. Für mich bedeutet das, ich schraube das jetzt gerade nochmal ab. Kürzt diese Stange noch etwas, aber ich sag mir mal, besser zweimal gekürzt als einmal zu lang gekürzt und dann geht es nicht mehr dran. Und ja, weil das ist jetzt praktisch die Montage von dem Schutzblech und dem Gepäckträger und somit ist es jetzt startklar und jetzt kann es losgehen. Also, dann lass uns jetzt demnächst auf die nächste erste Tour gehen. Ich werde ein paar kleinere machen. Und Ende des Jahres, so in 2-3 Monaten, plane ich etwas Größeres mit dem Zug. Dafür ist ja auch gedacht, mit dem Zug zu fahren als Gepäck. Und ja, sei einfach gespannt, bleib dran. Das Unboxing und das Anbringen des Schutzbleches und des Gepäckträgers hast du gesehen. Ich muss sagen, es ist ja so, ich sitze da nicht richtig dran, wie wenn ich es jetzt alleine machen würde. Wird wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen. Auf alle Fälle ist es machbar, es ist jetzt kein Hexenwerk. Hinten war ein bisschen fremdlich mit der zweiten Scheibe reinzumachen. Geht aber auch, vielleicht hat man einfach nur einen Freund, Eltern, Bruder, Schwester, die einfach nur mal halten können. Und da geht es ganz einfach. Also ich denke mir mal, innerhalb von naja, einer halben Stunde, 45 Minuten hat man das dran gemacht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video jetzt gefallen, auch wenn es ein bisschen unprofessionell aussah, aber so ist es halt. Ich bin ja auch eher ein Reiseblog und nicht irgendwie ein Technikblog. Und würde mich trotzdem freuen, lasst einen Daumen oben und abonniert den Kanal und wir sehen uns bei der nächsten Fahrt. Also, bis dann.